Chopinat, ich möchte euch alle einladen zu einem Teichfest, wie man sieht. Es wird gesurft, es wird gegrillt, alles einfach. Das Ganze findet am 18. Juli 2014 statt. Falls weder scheiße ist, machen wir es einen Tag später, am 19. Juli. Ihr könnt ab Mittag jederzeit zu mir kommen, parkt bitte bei mir daheim, dann geht's zu Fuß zum Teich runter und da könnt ihr im Grunde tun, was wollt. Das, was aber auch heißt, nehmt euch euer eigenes Trinken mit und euer eigenes Essen bitte. Fischen könnt ihr auch und so weiter. Das war die Kurzfassung, mehr Details gibt's am Anfang. Beim Teich unten ist eigentlich kaum Platz zum Backen und es ist grauslich und gatschig. Drum stellt euch bitte alle bei mir daheim her, auf der schönen Backflächen. Oder wenn wirklich voll viel Leute kommen, dann könnt ihr euch auch in die Wiesen da oben hinstellen. Ich werde eh dann das Futter machen. Also die Landwirte unter euch brauchen kein schlechtes Gewissen. Wenn ihr dann bei mir backt habt, geht es dann zu Fuß weiter, die Einfahrt rauf und dann da eine Linkskurve. Dann diese Straße hinunter, dort geht's zum Teich. Und bei dem Bauernhaus da vorne, nur damit ihr es eh wisst, links gehen, nicht zum Bauernzubi. Also da runter und dann links. Und dann geht's einfach die Straße nicht lang, bis zu der schönen kleinen Brücke da kommt. Und dann nach dem Häusl da, biegt ihr einfach da in den Weg rein. Und da geht's dann zum Teich. Auf diesem schönen Steg kann man Sonnenbaden oder angeln. Wer übrigens angeln will, sollte man dann schon ein bisschen was geben für die Fische, weil die Fische wachsen ja nicht auf die Bahn. Oder warte. Da wird dann der Grill angehast. Geocaching! Ich werde auch noch ein Floß bauen, das ist dann ungefähr genauso wie das Surfboard da, nur viel größer, 10.000 Mal größer, mit einem Lagerfeuer drauf. Oh ja. Gebt euch das! Das ist ein super geiles, 100% maßstabliches Modell von einem Floß, das ich bauen werde, inklusive Feuer. Und ich mir vorstelle, da bei den Holz drinnen, dazwischen kann man eine Hängematte ausspannen. Also pretty fucking awesome. Habe jetzt zwei Packungen Mikado aufgebracht, um so einen Scheiß zu bauen. Bleibt wohl nochmal eins zu tun. Also, lasst euch nicht bei den Nymphen. Und ich möchte nur Danke sagen an meine zwei Bros, die sich hinter die Kameras verstecken. Hallo Martin, danke Martin, geil. Hallo Martin, danke Martin, geil. Keine Ursache, oder? Keine Ursache. Kriegst du nicht, okay. Gut. Gute Zeit. Wir fahren jetzt nachher. Tschüss. Tschüss. Schöne Jungfernfahrt. Was? Thank you.